von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus dem Kufstein-TV-Studio im Herzen der Festungsstadt. Mein Name ist Albin Winkler und ich darf euch heute wieder durch die Sendung begleiten. Kommen wir direkt zur Programmübersicht für diese Woche. Auf die Plätze, fertig, los! Beim Feuerwehr-Gaudi-Bewerb zogen alle am selben Strang. Es lebe der Sport! In Teil 3 von den Sport Austria Finals stehen weitere Sportarten im Rampenlicht. Miedernond, Kufstein TV zu Besuch beim Sozialzentrum Kundl-Breitenbach. Eingeweiht, die Freiwillige Feuerwehr Unterlangkampfen feierte ihre neue Heimstätte. Viel war geboten am großen Festwochenende der Freiwilligen Feuerwehr Unterlangkampfen. Neben der Gerätehaussegnung samt Führung durch die neuen Räumlichkeiten und verschiedenen musikalischen Höhepunkten stellten die Organisatoren auch einen amüsanten Gaudi-Wettbewerb auf die Beine. Gleich nach der Werbung heißt's: Einer für alle und alle für einen. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher vor den Monitoren, dass wir es können, beweisen wir in den vergangenen Jahren. Es geht weiter. Es geht um Innovation. Digitalisierung. Informationen. Fazit. Es geht um alles. Ganz klar, es muss nach außen hin eine Bewusstseinsveränderung stattfinden. Mein Auftritt hat sich verändert, nicht nur persönlich, sondern auch im Web. Und das geht einfach nur, wenn man die richtigen Kommunikationsrichtungen betreibt. Da brauchen wir Netzwerk, Planungssicherheit. Tatsache ist, 10 Jahre, es ist einiges geschehen. Am Ende geht es um Wirkung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ein besonderer Dank der ganzen Technik hinten Backstage. Werbung Ende! Die Freiwillige Feuerwehr Unterlangkampfen hat ein neues Zuhause. Und dies wurde beim Festwochenende ausgelassen gefeiert. Absolutes Programm-Highlight war das Wettziehen mit dem ersten Auto der Feuerwehr Unterlangkampfen. Unsere Strategie ist, dass wir einfach ziehen und einfach im Dach bleiben. Geht dahin! Ja, der Anlass ist, dass wir seit ewiger Zeit schon lange warten auf ein neues Feuerwehrhaus und jetzt ist es soweit. Wir haben es gestern segnen dürfen und dazu das Festwochenende zur Feier unseres neuen Feuerwehrhauses. Am Gaudi-Bewerb nahmen 8 Jugend- und 34 Erwachsenengruppen teil. Der ehrwürdige Opel Blitz mit Baujahr 1965 wurde von den Teilnehmern über eine 30 Meter lange Strecke bugsiert. Das ist jetzt über 25 Jahre her, dass wir ein neues Feuerwehrhaus kriegen. Die Platzverhältnisse im Alten sind ja einfach nicht ausreichend gewesen. Wie wir dann angefangen haben als Kommandanten 2013, sind die ersten Gespräche mit dem Bürgermeister gemacht worden. Und Gott sei Dank 2018 hat der Gemeinderat dann den Beschluss gefasst, es gibt ein neues Feuerwehrhaus. Jedes Team legte sich seine eigene Taktik zurecht.
Strich aufkommen und schnell surfen. Trägheit mit Trägheit bekämpfen. Unter 10 Sekunden. Ja, die Herausforderung ist eben von kleinem Platz auf großzügig Platz, so weit kommen, dass wir es dann im Einsatzfall wieder da alles finden und nicht jeder suchen muss, dass jeder wieder weiß, in dem Raum ist das, in dem Raum ist das, da haben wir die Gerätschaften sind da. Einfach, dass man die Abläufe, wie rückt man aus, wie fährt man zu ihnen, wo ist man gewohnt, das sind natürlich jetzt die ersten Herausforderungen, dass man wieder das 08:15 um 2 Uhr der Früh, jeder weiß, wo ist was, wo nicht ist. Was brauchen wir? Ist eigentlich nicht viel. Wir brauchen eine große Garage, wie man da in Sicht, ein paar Sozialräume und den Einsatzleiterraum, wo der Funk drin ist, dass wir einfach Einsätze da machen. Und natürlich halt das ganze Cut-Thema, sprich ganze Hochwasserschutz. Das braucht natürlich Platz. Das war bis dato im ganzen Dorf verteilt und jetzt haben wir es zentral auf einem Punkt bei uns im Haus. Die Organisation des Festes erwies sich als gemeinschaftlicher Kraftakt. Die Feuerwehr allein würde so ein Festwochenende, 4 Tage, nicht stemmen. Deswegen ist das toll und danke da auch nochmal an alle, die uns so unterstützt haben. Doch wie schwer ist der Langkampfner Blitz eigentlich? Wenn ich schätzen müsste, 5 Tonnen mindestens, brutal. Also da brauchst du eine Urgewalt an den Arm, dass du unbedingt zahlst, aber gut, dass wir auf dem Bauernhof aufgewachsen sind und die ganzen Viecher, die hier schon gewählt waren, wenn ich hinschaue. Also die Kraft, die war da. In der Tat ist das antike Gefährt rund 4 Tonnen schwer. Nach dieser Anstrengung konnte man sich im Festzelt kulinarisch verwöhnen lassen. Jahr für Jahr bieten die Sport Austria Finals ein Potpourri aus Dutzenden Sportarten. Nachdem wir in den letzten Wochen bereits packende Einblicke von dieser außergewöhnlichen Veranstaltung erhielten, beschließen wir die Zusammenfassung mit dem dritten und letzten Teil. Nächste Woche auf Kufstein TV. Der Verein Klangfarben präsentiert sein Herbstprogramm. Sport Austria Finals, eine Liebeserklärung an den heimischen Sport. In 37 Disziplinen ging es in Graz um Gold, Silber und Bronze. Hier nun Teil 3 von unserem Best of. Also vor circa 10 Jahren war ich zum ersten Mal im Finale bei einer Staatsmeisterschaft und heute eben gegen die ISRA, also sie ist ja international top dabei. Und ich versuche dann einfach, mich gar nicht darauf zu fokussieren, wie gut sie ist und wie viele Erfolge sie schon hat, sondern also egal, wer meine Gegnerin ist, ich versuche das einfach immer gleich zu machen. Das macht da gar keinen Unterschied. Und heute hat es eben gut funktioniert. Vom Schattenkampf Kata ging es mit dem Inline-Hockey zu einer Premiere bei den Sport Austria Finals. Sie hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Das war unser Ziel. Wir wollten gewinnen eben. Also das wird uns als Team sehr viel weiterbringen und auch eine Plattform geben. Das Finale war unglaublich zum Spielen, also sehr hohes Tempo, sehr gutes Niveau und ja, mehr kann man nicht sagen. Und auch Taekwondo war zum ersten Mal vertreten. Ich habe alles rausgeholt, was da drinnen war. Ein bisschen angeschlagen war ich von gestern, also die Waffen, die noch übrig geblieben sind, habe ich eingesetzt. Das hat funktioniert und ich freue mich über das Ergebnis. Also ich fühle mich natürlich super, ein bisschen müde natürlich nach den 4 Rennen, die wir jetzt gehabt haben. Und es war extrem hart und die Disziplin, die taugt mir voll. Also dieses Mann gegen Mann, das taugt, hat mir immer schon taugt. Und dass wir das jetzt endlich in Österreich haben, ist natürlich super. Man hat wirklich gemerkt, dass es jede Runde einfach die Konkurrenz härter wird, schneller wird und auch die Entscheidungen wichtiger werden. Und
ja, also das Finale hat dann wirklich sehr viel Spaß gemacht. Heute war es ein bisschen spannender, so gesehen doch ein bisschen mal was anderes. Aber ja, ich schätze jeden Titel sehr, sehr, sehr wert natürlich. Am letzten Wettkampftag griffen auch Österreichs beste Sportkegler ins Geschehen ein. Es ging heiß her im Spiel. Es war absolut nicht klar bis auf die letzten 5 Würfe. Bis der Coach mir gesagt hat, du bist durch. Und dann konnte ich es genießen. Ultimate Frisbee ist ein Teamsport, 7 gegen 7. Wichtig ist Teamgeist, wir müssen zusammenarbeiten, es müssen alle gemeinsam am Team arbeiten, dass man einen Punkt macht. Vor allem das Spannende ist, es wird ohne Schiedsrichter gespielt. Das heißt, Spirit of the Game ist besonders wichtig, damit das fair abläuft. Das Turnier im Rollstuhl-Rugby erforderte höchsten Einsatz. Also wir haben ein bisschen schwach begonnen, da hat man gesehen, der Favorit im Kopf, da ruft man nicht gleich die 100% an, man schaut einmal, was der Gegner macht. Dann haben wir gesehen, okay, wenn wir nicht Fullgas geben, dann könnten die uns ein bisschen ärgern. Und dann haben wir gesagt, nach dem ersten Viertel, so, jetzt gehen wir alles aus und dann machen wir das Spiel klar schief und der Plan ist aufgegangen. Ja, wir sind überglücklich. Wir konnten das Cup-Finale für uns entscheiden jetzt. Es war ein hart umkämpftes Spiel, aber ich finde, wir haben das als Mannschaft gut gemanagt und wir sind am besten Weg, jetzt auch das Bundesliga-Finale zu bestreiten. Das Spiel war sehr intensiv. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Es war grob, unter Wasser, aber fair. Wir waren oft hinten, wir haben aber nie aufgegeben, bis zum Schluss daran geglaubt und gekämpft und das Spiel dann sicher zu Ende gespielt und den Sieg geholt. Ich habe jetzt 23 Jahre kein Stildart mehr gespielt. Und ich bin jetzt dabei gewesen, wieder mal die Erfahrung zum Sammeln hin und her. Und ja, umso mehr macht es mich stolz, dass ich das gewonnen habe. Eine akrobatische Show erfolgte zum Abschluss beim Cheerleading. Ich bin seit langem wieder mal sehr zufrieden mit meinem Team und wir könnten stolz auf mich sein. Wir haben heute auf jeden Fall abgeliefert. Wir haben vor allem unsere Formations heute sehr gut gehittet. Wir haben auch das ganze Jahr darauf hingearbeitet, dass unsere Technik passt. Und ich finde, heute haben wir das wirklich toll gemacht. Mit diesen Jubelbildern verabschieden wir uns von den Sport Austria Finals 2023. Bis zum nächsten Jahr in Innsbruck. Der Film- und Videoclub Kufstein lädt am 8. September zu einem ganz besonderen Abend ins Kulturquartier. Die Gangster von Geroldseck. Ein Film von Alois und Fritz Achorner aus den Jahren 1960-61 erhält seine Premiere. Zusätzlich wird ein Best-of der Serie Kufstein in alten Filmen vorgeführt. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Film- und Videoclub Kufstein freut sich auf dein Kommen. Das Sozialzentrum Miternand hat sich in der Region als Einrichtung etabliert, in der die Wohngemeinschaft bedürfnisorientiert unterstützt und versorgt wird. Wir besuchten das Wohnheim der Gemeinden Kundl und Breitenbach und bekamen dabei einen Einblick von der gelebten Philosophie.
Nächste Woche auf Kufstein TV. Der Verein Klangfarben präsentiert sein Herbstprogramm. Mit einem großen Festwochenende wurde die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses in Unterlangkampfen gebührend gefeiert. Wir von Kufstein TV bekamen dabei eine exklusive Führung durch die Hallen der freiwilligen Helfer. Ich gebe ab an unsere Nachwuchsreporter der Jugendfeuerwehr, und zwar gleich nach der Werbung. Du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Wir sind jetzt bei unserem neuen Feuerwehrhaus und machen jetzt eine kleine Rundtour. Schau, gseh ich auch. Also hier in unserer Fahrzeughalle haben wir jetzt 5 Autos Platz. Und falls ein Einsatz ist, nachher gehen die ganzen Tore automatisch auf. Also hier drinnen sind wir jetzt in unserer großzügigen Werkstatt. In der haben wir kleine Reparaturen selbst behoben. Also wir sind jetzt hier drinnen bei uns im Katastrophenschutzlager. Im Katastrophenschutzlager, da lagern wir zum Beispiel für Hochwasserschutz, das sind die Rudenteile da hinten, oder für unsere Schmutzwasserpumpen, die wir gestern neu gekriegt haben, die Schläuche. Also da sind wir jetzt im Schlauchturm. Unser Schlauchturm, der ist 15 Meter hoch und der hat für die Atemschutzträger etwas zu der Übung, dass sie die Stirn aufwerfen mit der Maske und ganz oben kann man Abseilübungen machen. Also wir sind jetzt bei uns drinnen in der Zentrale, wo unsere ganzen Knöpfe sind, im sogenannten Florian. Warum heißt der Raum Florian? Der Raum heißt Florian, weil der Schutzpatron Florian heißt. Das sind die ganzen Knöpfe, da kann ich die ganzen Lichter und alles einschalten. Und da haben wir einfach einen Überblick über das ganze Feuerwehrhaus. Der bewacht eigentlich unser Haus, oder der schaut aufs Haus, der arbeitet die Leute suche und ist das Backup für außen. Der, was eigentlich den Einsatzleiter außen an der Einsatzstelle unterstützt. Weil außen hat man relativ einen Stress und dann, wenn man irgendein Material oder sonstiges braucht, kann man reinfunken und der richtet es her und dann kann eine Mannschaft das abholen. Der macht da die Dokumentation im Hintergrund, der schaut auch auf die Wetterkarten zum Beispiel, wenn im Hochwettereinsatz, der schaut, wie könnte der Wind kommen, wie kann sonst was. Also der ist im Grunde das gute Mädchen oder der gute Geist im Hintergrund. Der wo schaut, dass man eigentlich außen den Rücken frei hat. Für das ist das eigentlich geplant. Der Bürgermeister hat uns den Auftrag gegeben, vor einem Jahr ungefähr, dass alle 3 Feuerwehren der Gemeinde ein Konzept erarbeiten müssen, was ist interessant für uns, was sollte in der Gemeinde vorhanden sein. Und da hat man dann für alle Bereiche, ob Brand, ob technisch, ob Katastrophen, ein Konzept über die ganze Gemeinde geschaut und geschaut, was fehlt oder was fehlt. Auf einer Seite von mir, was fehlt auf der anderen Seite. Und damit sind die Gerätschaften, die jetzt uns im Hintergrund stehen, entstanden. In der ersten ist eine Sandsackfüllmaschine. Es gibt eine in Kirchbichl. Aber wie man bei dem Hochwasser 2005 gesehen hat, waren die Brücken gesperrt. Dann sind die Sandsäcke zwar in Kirchbichl, dann bringe ich sie aber nicht auf die andere Seite nochmal. Und das Zweite, was dann noch gekommen ist für uns, ist eine Großpumpe. Wir haben einige Bäche im Dorf. Und wenn die über die Ufer treten, dann geht das eigentlich alles ins Unterdorf und vom Unterdorf bringen wir das Wasser nicht mehr weg. Und damit haben wir jetzt das Konzept für eine Großpumpe gemacht, dass wir eben viel Wasser auf einmal wegbringen. Die Leistung davon ist 5500 Liter die Minuten und somit bringen wir relativ viel Wasser auf einmal weg.
Wir kommen gerade aus dem Schulungsraum. Und wenn man von dem Schulungsraum rausgeht, kommt man auf unsere Terrassen, wo man es gerne aushucken, wenn es schon wieder ist. Das war es jetzt mit unserer Rundtour. Jetzt lassen wir den Abend noch gemütlich ausklingen und danke fürs Einschalten. Nach diesem kräfteraubenden Wettkampf brauchen wir Zeit zum Durchatmen. Nächste Woche bringen wir euch in alter Frische wieder allerlei Neuigkeiten aus der Region. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald, euer Albin Winkler. Von der Region für die Region.